unterwegs. Und zwar ist es ein Matsuri, wo sehr viele Mikoshi zu sehen werden sein. Und vielleicht kennen ein paar von euch das Video vom Max vom Kawagoe Festival. Und seitdem ich dieses Video gesehen habe, wollte ich gerne zu einem Matsuri gehen, wo mindestens halb so viele Mikoshi zu sehen werden sein. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo es soweit sein wird. Was Mikoshi sind, das ist sozusagen der tragbare Teil des Schreins. Aber was man heute hier sieht, sind auch vieles eine Art Bühne oder auch ja, Festwagen, würde ich schon fast sagen, auf dem dann sozusagen diverse Sachen dargestellt werden. Und den Yakitori-Spieß gab es gratis, nur weil ich im Yukata hier bin. Ich weiß nicht, wer den schwersten Job hat. Die Pose, die Flöte oder die, die auf dem Dach stehen? Im Zug nach Hause ist es jetzt gegen um 8. Das Ganze würde noch so bis halb 10 weitergehen, aber da wir noch ungefähr anderthalb Stunden nach Hause fahren müssen, sind wir jetzt schon im Zug. Und damit beende ich das Video für heute. Ich fand, das war wirklich einer der schönsten Tage, den ich bisher hatte. Einfach, weil ich schon so lange auf so ein Matsuri gehen wollte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Übrigens sieht Ramune in Japan auf Festivals total blank aus und nicht wie bei uns mit irgendwelchen Anime-Charakteren drauf.
っともっと。え、できない。はい、ちゃんとギュッてして。ああ。できた？できたかな？できた。ああ。よかった。